Hand in Hand mit dem Menschen. Sicher und effizient unterstützt Kollege Roboter die Mitarbeiter in der modernen Fabrik. Die Zukunft der Arbeit live zu erleben auf der diesjährigen Hannover Messe. Kollaborative Roboter, sogenannte Cobots, registrieren die Bewegungen und Positionen von Menschen und können so gefahrlos neben und mit ihren Kollegen aus Fleisch und Blut arbeiten. Hersteller Festo hat einen 7-achsigen Cobot entwickelt, der ausschließlich mit pneumatischen Schwenkantrieben bewegt wird. Wir haben hier bionische Roboter, die mit Luft betrieben sind. Und die sind also völlig ungefährlich im Arbeitsraum von Menschen, weil Luft ist sehr elastisch und diesen Roboter, den Roboterarm, kann man wegschieben, der kommt auch wieder zurück. Das sind keine Elektromotoren, da ist kein Eisen drin, das sind sehr leichte Strukturen. Der Roboter Iva von KUKA kann trotz seiner Leichtbauweise bis zu 14 Kilogramm tragen und ist dabei mit seinen 7 Achsen so beweglich wie ein menschlicher Arm. Außerdem verhindert er mittels Sensortechnik Zusammenstöße mit seinen menschlichen Kollegen. Das Unternehmen Franka Emika zeigt einen Roboter, der auch für kleine und mittlere Betriebe attraktiv ist. Dank modularer Bauweise ist er kostengünstig und lässt sich in einfachen Schritten aufbauen und programmieren. Bei uns kostet der Roboter 10.000 Euro. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass jeder den bedienen kann. Also Sie brauchen kein Profi sein. Es ist einfach anwendbar durch jeden und kein Expertenwissen ist notwendig. Cobots. Die hilfreichen und vielseitigen Kollegen in der Arbeitswelt 4.0. Auf der Messe zeigen die Unternehmen auch, welche Bereiche die fleißigen Helfer in Zukunft vielleicht noch alle erobern werden.